Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Klingenbach. Heute bereits schon wieder am Donnerstag. Schon wieder fast Wochenende, ne? Absoluter Wahnsinn. Jo, wir sind wieder zurück hier. Und wir haben ja gestern noch über diese... Moin. Okay. Wir haben ja gestern noch über diese wunderbare Ballengabel gesprochen, die ihr euch breiter Masse dafür entschieden habt. Und jetzt gucken wir mal. Mir wurde noch was. Ah, hier ist dieses Ding, was ich gestern noch gesucht habe, von der, die Oster. Ich weiß nicht mehr, wie du was heißt. Ich weiß nicht mehr. Danke auf alle Fälle, das ist hier drin. Damit kann man. Die Maschine ist für die Sammlung aufgebaut in Reihen von Kartoffeln aus Erde verwenden. Alles klar, Google-Übersetzer, danke dafür. Ballen. Da ist er, ja. So, wie ist denn das? Lass mich mal gucken. Was ist das jetzt hier? Ich glaube, das ist... Aha, ich kann sowas kaufen, dann gehen zwei... Okay, wir machen das jetzt. So, kaufen. Ja. Maus. Sag mal, Maus. Sag mal, Maus. Also, ohne... Habe ich das jetzt... Ich habe es gekauft, okay. Was ist mit meiner Maus los? So eine brauche ich auf alle Fälle auch. Zack, zack. Die Frage ist, brauche ich jetzt noch eine oder reicht das? Das weiß ich noch nicht. So, nehmen wir mal den Kollegen hier. Genau. Docke. Da geht's wieder los, ne? So. Können den Frontrad aber eigentlich da lassen, ne? Lassen wir mal hier so stehen. Brauchen wir ja momentan nicht. Ist ja... Können wir den noch ankuppeln? Und da habe ich gleich ein Problem. Ja, das funktioniert. Sehr gut. So, jetzt fahren wir den mal nackig. Also nicht nackig, sondern ihr wisst, was ich meine, ne? So. Das machen wir hier. Das machen wir auch. Türchen. Ne, Türchen können wir nicht. Aber Fenster können wir aufmachen, ne? Das ist eben das Geile an diesen Oldtimer-Dingern. Das können wir aufmachen. Und dann geht noch hier irgendwo das Fenster. Geht auch irgendwo noch. Ja, hier. Läuft. Hupe. Hat er. Und dann fahren wir mal zum Händler. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns dieses Ding mal an, ne? So. Ja, wie gesagt, erstmal vielen, vielen Dank, dass so viele mit abgestimmt haben, unter Anführungszeichen, im Kommentarbereich des gestrigen Videos. Das freut mich sehr. Dankeschön. Und ja, dann wollen wir die Göwal mal testen, wie das so ist mit der, ne? Ich weiß das tatsächlich nicht. Ich habe sie nicht getestet. Mir ist es nur tatsächlich einen Tag davor, habe ich das in Real Life gesehen und habe mir gedacht, boah, das wäre nicht voll geil für die Klingenbach, dass wir das auch so nehmen. Und deswegen bin ich irgendwie auf die Idee gekommen und deswegen, oh, haben wir halt das jetzt so, wie wir es haben, ne? Das Ding fährt halt maximal 33, ne? Da kennt er nichts, da hat, ist abgeriegelt, glaube ich. Mehr ist da einfach nicht. So, ich weiß auch nicht genau, wie viele Folgen heute kommen, tatsächlich. Also Klingenbach, ja. Ich glaube, Hofbergmann, ja. Aber mehr weiß ich noch nicht. Kann ich euch nicht sagen. Es ist wieder mal sehr, sehr spät bei mir. Ist ja ganz klar, ne? Aber ich habe eine freudige Botschaft für alle da draußen. Morgen kommt wieder Inntal. Jo, Inntal haben wir gestern aufgenommen. Deswegen eben, weiß ich nicht, wie viele Folgen heute kommen. Mit dem Cosi, mit dem Leo, mit dem Sven, mit dem Florian habe ich Inntal aufgenommen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, da kommen eben Freitag. Ne, warte mal. Freitag. Sonntag, Montag und Mittwoch die Folgen. Jeweils um 10 Uhr vor dem Mittag. Ich bin schon wieder falsch gefahren. 10 Uhr Vormittag kommen die Folgen. Moment, ich muss rückwärts fahren, Entschuldigung. So, wir müssen hier mal rum. Wir können auch über die Tanke fahren, ne? Moin, ich habe einen Sammelpass. Aha, ich muss hier rum. Und einmal hier rein. Hoppala. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht, ne? Ich finde es ja schon geil, wenn das funktionieren würde. Wobei, es war beim Contest, ne? Also ich glaube schon, dass das Contest einigermaßen gut sein hätte sollen werden. Du weißt Bescheid. Ist vielleicht auch ein bisschen zu neues Gerät, das kann wohl sein, aber tatsächlich habe ich sowas in alt nicht gefunden. Ich habe wirklich geguckt und so weiter, habe ich aber nicht gefunden. Ich glaube, da gehen zwei ran, kann das sein? Ist das möglich, dass hier zwei rangehen? Das wäre natürlich der Oberknüller, ne? Das wäre halt Oberstufe. Das sieht aber nicht links und rechts gleich aus, ne? Das muss man jetzt auch mal so sagen. So. Ey, guck mal, könnte wirklich sein, dass da zwei rangehen, ne? Wir kaufen jetzt mal noch eins. Stopp. Ballentechnik. Ne, die Forstwerner. Was ist da los?
2500, ne? Das Ding hat uns jetzt schon insgesamt 7500 gekostet. Da hätten wir uns auch was Vernünftiges kaufen können. Naja, egal. Ja, gespannt, ob das jetzt auch funktioniert, ne? Aber sowas habe ich tatsächlich schon gesehen in Real Life, dass sowas fährt. Ey, sieht doch geil aus, oder wie ist es? Ey, ich finde das doch mega cool. Das gefällt mir. Ist weit genug vom Dingens weg, ne? Das passt ganz gut, glaube ich. Richtig geil wäre natürlich noch, also richtig Premium, ne? Wäre natürlich noch, wenn wir hier ein Bändchen rummachen könnte. Das wäre ja richtig geil, weißt du, so. Aber ich glaube, das gibt es nicht. Ich habe das mal irgendwo gesehen, aber das war, glaube ich, ein Privatmod. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. So, jetzt fahren wir mal nach... nicht nach Hause. Wir fahren direkt aufs Feld. Weil ich habe gesehen, der gute... Wie heißt er? Der Drescher ist voll. Mit Raps, glaube ich, war das, was da auf dem Feld drauf ist. Ja, Raps. Das muss ich jetzt auf alle Fälle mal wegbringen. Oh, ich glaube, wir haben noch gar... Haben wir den Weizen weggebracht? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Glaube nicht. Glaube, das muss ich noch wegbringen. Das habe ich jetzt verabsäumt. Verdammt. Wir sind natürlich auch sehr gemütlich unterwegs mit 33 km/h, ne? Ist schon eher eine gemütliche Angelegenheit hier. Ich habe in den gestrigen Kommentaren auch gelesen, dass jemand gefragt hat, ob die Map vom LS15 von der Belgique Bofonte angehaucht ist. Ich habe das den René jetzt nie so gefragt, ne? Aber eindeutig ja. Also eindeutig ja. Guckt euch mal die Hofaufteilung an. Das ist genau das gleiche, wie damals gewesen ist. Hier der Bürgersteig, hier rechts die zwei Häuser. Dann ist links eine Auffahrt zum Hof. Dann kommt unser Haus. Da kommt links noch eine Einfahrt zum Hof. Ja, das ist hundertprozentig nachempfunden. Aber ich finde es tatsächlich besser, als wie die damalige Belgique, muss ich sagen. Finde ich wirklich besser, weil es einfach jetzt noch ein bisschen mehr so ist, wie der René und ich uns das vorstellen. Muss man einfach so sagen. Ich glaube, der René und ich haben einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack und sehr, sehr ähnliche Favoriten, was man so auf dem Hof brauchen kann und was halt geil ist, ne? Das ist halt schon auch eine geile Kiste. So, jetzt bin ich mal richtig gespannt, ne? So, wir machen das wie richtige Profis. Fahren jetzt einfach so ran. Ich würde aber auch den zuerst nehmen, ne? Bin jetzt gespannt, ob das... Ja, guck mal an hier. Da gar kein Problem. So, da machen wir das nochmal Rückwärtsgang rein. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Ja, alter Schwede, guckt euch das mal an hier. Das passt einfach. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Er läuft, würde ich sagen. Ja, jetzt fahren wir die nach Hause, ne? Wo waren hier nochmal der Weg und so? Hier vorne. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo lagern wir die ein? Ich habe da schon eine Idee, eine Vermutung. Oh, oh. Bin halt gespannt, ob die unten rausfallen, ne? Aber ich glaube... Alter Schwede. Die sind auch minimal schwer, ne? Alter Falter. Oh, 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 oh. Nicht in den Dreck rein. Das finde ich aber schon cool irgendwie, ne? Also mir gefällt das jetzt gerade, muss ich echt sagen. Den Blinker spare ich jetzt mir mal ganz dezent. Weil die jetzt gleich mal hier in die Halle reinbringen. Alala. Ich hätte mir gedacht, in die Halle hier vorne, geradeaus. Weil das ist eine belüftete Halle. Da passt dann ganz gut, glaube ich. So. Schön randrücken. Können wir das Ding auch an den Front da hängen? Das wäre natürlich mega Premium. Das wäre ja natürlich... Alter Schwede, wäre das cool. So, schön zur Wand drücken. Läuft. Und dann haben wir die auch schön gerade, weißt du? Oh nein. Das war jetzt ein Fail. Muss ich... Oh mein... What? Was habe ich jetzt gemacht? Ach so läuft das. Ich kann die auch hinstellen. Ach so. Ja, die ersten zwei haben wir schon mal hier stehen, ne? Oh, hoppla. Bin ich dagegen gefahren. Wow, Werner. Wir können aber hier rausfahren, ne? Das wird jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Aber ich finde das System schon mal ziemlich, ziemlich cool. Das ist ein... Nee. Nee. Warum ist das jetzt verschieden hoch? Ach so. Das heißt, ich kann die höhenmäßig auch verstellen, oder wie ist das?
Ja, warte. Was? Du kannst diese Gabeln in der Höhe auch verstellen? Okay, das habe ich eingesehen. Aber warum ist das andere, warum ist die andere tiefer als wie die andere? Die waren doch am Feld, waren die doch gleich. Mach mal den Stuss hier aus. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, das interessiert mich jetzt selber. So, warte mal. Wenn ich jetzt die hier draufklicke und nach unten sage, ne? So. Dann ist ja eine höher als die andere. Aha! Ich verstehe. Das ist eine geile Sache. So, dann können wir das hier so machen. Und dann können wir das hier auch so machen, ne? Ja, das ist ja mal richtig geil, bitte. Das gefällt mir. Da habe ich... Ich habe das nicht gewusst, ne? Also wirklich nicht. Woher denn auch? Ich habe die Dinge noch nie verwendet. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Das wird aber auch ein bisschen dauern, ne? Bin ich ja froh, dass wir am Samstag 3 Folgen Klingenbach... was? Ich habe gerade ein bisschen... was? Ich habe nichts gesagt. So, wir müssen das jetzt hier ablassen. Aber ich habe mir jetzt so doll auf die Brust geklopft, ne? Jetzt habe ich wirklich Schmerzen. So. Dann machen wir das hier so. Das sieht echt so aus, wie ich es schon mal gemacht hätte, ne? Aber ich habe es wirklich noch nie gemacht. So, hier rein, hier rum. Dann hoch das Ding. Er läuft doch wunderbar. So, du bist voll, ne? Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, weil du bist nicht leer. So muss ich es richtig formulieren. Hof hinten, Außenlager. Nehmen wir mal die Strecke hier. Gucken wir uns die mal an. Wunderbar, die nehmen wir doch glatt. Alter, das hat mich gerade geschockt. Wir haben jetzt gerade die... Ich habe eine leere Cola-Flasche hier stehen, ne? Und ihr kennt es ja, wenn du so Plastikflaschen hast, so mache ich zumindest, dann drückst du die immer so zusammen, damit die Luft draußen ist, ne? Und wenn du den Verschluss nicht ganz zumachst, dann hörst du irgendwann, im Laufe der Zeit hörst du das so ein Geräusch, dann machst du so, dann bläst sich die Flasche wieder so ein bisschen auf. Das ist gerade passiert bei mir. Alter Schwede, habe ich gerade ein... Nee, ich sage es jetzt nicht. Puh. Okay, wir können aber tatsächlich noch fertig Sachen machen hier. Fertig pressen, so wollte ich sagen. Auf dem anderen Feld haben wir ja nichts zu pressen. Das heißt, der John Deere und die Ballenpresse wären ja frei. Vielleicht lasse ich aber... Oh, das wäre auch eine gute Idee, ne? Vielleicht lasse ich aber sogar den John Deere mit dem... mit diesen Dingern da fahren, weißt du? Weil der hätte vorne ein Frontgewicht. Der würde das wahrscheinlich ein bisschen besser machen. Glaube ich. Ist nur eine Vermutung meinerseits. Könnte aber tatsächlich so sein. So, bekommen wir dann noch einen voll? Ja, wir werden noch ein bisschen Reste zusammensammeln, aber das, glaube ich, könnte man schon schaffen. Ja, könnte man schaffen. 93, das könnte man vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Da. Oh, jetzt habe ich aber fast keine Reste mehr, ne? 98? Ach komm schon, da muss auch noch einer drin sein. 99? Voll wunderbar. So war das doch geplant. So, dann haben wir das auch erledigt. Schön. Okay. Dann lass mal jetzt mal hier stehen. Mit dem... Oh mein Gott, ich hab... Oh mein Gott, bin ich ein Lulli. Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Bin gefahren, hab den Motor ausgemacht und hab dann gebremst. Da bremst er ganz genau gar nicht, wenn du das so auf die Art und Weise machst. Okay, dann müssen wir gleich nochmal gucken. So, ist gewogen. Fahren wir weiter. Warum? Achso, stopp. Wow. Ich habe gedacht, der Typ bleibt einfach von alleine hier auf diesem Ding stehen, ne? Aber hat er nicht gemacht. So. Ziemlich. Wow, ich wollte gerade sagen, ziemlich nah ranfahren. Da kann ja nicht viel passieren. Ja, genau. Da weißt du Bescheid. Werner, verkackt jetzt nicht hier, ne? Verkackt ist nicht. So, warte mal, so. Jetzt hat er's. So, der erste Didam. Und dann der zweite Didam.
Ach ja, dann sind wir tatsächlich auch schon wieder fertig für den heutigen Moment. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.